Ja, huhu, hier wieder beim Quali. Hat eine Stunde gedauert jetzt. Aber mal gucken, ob das Kind jetzt ein bisschen durchschläft mal. Wäre mal ganz gut. Ich nutze die Zeit, um ein bisschen weiter zu spielen noch. Weil schlafen kann ich jetzt eh nicht. Wir müssen mit MM weiterspielen. Ich konnte eben nicht abspeichern an der Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Das heißt, ich musste zwangsläufig. Musste steigern. Nothing you'll remember. No, don't be. Der Fug. Prison? What am I doing here? Ja, also ich musste steigern, ohne, also ich konnte nicht abspeichern vorher. Ich habe tatsächlich Geschwindigkeit, wo ich es gerade auf dem Bildschirm lese, habe ich tatsächlich gesteigert und ich kann es euch zeigen. Einen Punkt in Überzeugen gesetzt. Immer noch nicht so richtig begeistert von der Skillung. Aber das ist das, mit dem wir jetzt arbeiten müssen. So, Geschwindigkeit jetzt hier oder wie? Oder was? Wie funktioniert das? I won't stay here that long. Oh, shit. Noch richtig fett Hunger. But it'll have to do for now. Ja, so ist das manchmal als Vampir. My name is What is Josh. this place? Everything is a blur. Hätte ich mal Weisheit geskillt, war? Öffnen? It's stuck. Ah, war klar. Blinzeln ermöglicht es Vampiren das Erreichen von Gegenden, die normalerweise zu weit entfernt sind. Mit Geschwindigkeit sehen sie die Wege, sich mit Blinzeln einschlagen lassen. Das Verwenden von Blinzeln generiert Hunger, sobald du einen Weg zum ersten Mal einschlägst. Nimmst du einen bereits genutzten Weg, ist der Einsatz gratis. Das ist ja gut.
Witsch. Das ist am Ende wenigstens mal für was gut. Was ist das hier? Jedenfalls oben offen und ich sollte hier weg, bevor es morgen wird. Hallo Kakko. Schön, dass überhaupt jetzt noch einer zuguckt. Dachte mir, es ist bestimmt keiner mehr wach jetzt. Shit. What was that? What the hell? Okay. What is this place? Weird. Eiskaltes Händchen ist auch noch da. Hallo. Doch, doch. Umso besser. Unsere Frisur hat sich auch geändert. MM hat jetzt hier so eine schicke neue Frisur. What the... Okay, es ist leicht gruselig. Passt zur Tageszeit. Ah, der Kakko bastelt an seinen Tyranniden. Ja, dann hoffe ich mal, dass ich eine gute Hintergrundbemalung bin. Also Hintergrund... naja, mir fehlt das Wort gerade. Ist schon spät. Also ich kann hier diese ganzen Türen alle nicht aufmachen. Interessant. Wir könnten mal Auspacks anschmeißen. Aber das scheint uns nicht zu helfen. Ah, hier können wir durch. Guck mal. What the hell? Wasser. Okay. Ich habe leichte Cthulhu-Vibes. The library. I've been here before. Yeah. Okay. So either they're all dead, or they forgot about the welcoming committee. It's me. I don't get it. Is this a memory? Ja, auch die Toreador haben mit ihren Auspex-Fähigkeiten manchmal Visionen. Also manchmal anscheinend die ganz viele Kisten, eine brennende Tonne in der Bibliothek, Gerüste. Ja. Da oben hin. Vor allen Dingen schwebende Teile hier. Also es ist irgendwas ganz Gruseliges hier. Also in welchem Mikey-Kopf bist du da hineingeraten? Ja, wie ich schon gerade sagte, manchmal braucht es keinen Mikavianer dafür. Die Toreador können das genauso gut. Im Zweifel. Die heißt, die Bibliothek hatte ja irgendwas. Gucken, ob wir das noch im Codex finden. Boston. Hier schon mal nicht. Hartford Gildenhaus. Weil wenn ich mich richtig erinnere, ist jetzt schon mal, ist ja schon 2 Tage her oder 3 jetzt hier,
Hat das Hartford-Gildenhaus hier irgendwas mit zu tun? Wir können... Ups, falsche Taste. Na, wir schauen uns hier mal die ganzen Regale an. Weird, weird, weird. Oben ist ein Sprungpunkt. Aber von wo? Von da. Okay. Aber hier kommt man nicht rüber. Kann ich? Da kommt man nach da oder umgekehrt. Da ist auch noch ein Sprungpunkt. Die sind alle auf der oberen Etage. Aber guck mal, hier ist doch eine Treppe. Warum nehmen wir die nicht? Where did they disappear to? Ugh. What am I doing here? Ja, hier könnten wir rüber. Anscheinend müssen wir da auch rüber. Und wieder mal sorgt das Spiel dafür, dass wir sehr wenig Ressourcen haben. Ich meine, wir haben zwar... Okay. Null hat das gekostet. Also müssen wir hier schon mal rüber gejumpt sein. Woran ich mich nicht erinnern kann. Interesting. Ah, unser Vergangenheits-Ich ist hier also schon mal rüber gejumpt, ha? Huh? Sind. Locked. Okay. Hello? Anybody here? Sind denn unsere Quests eigentlich? Wir haben gar keine Quests. Osborne ist hier. Ich muss ihn finden. Mehr herausfinden über die Tremere. Caviana und Tremere. Super Duo. Oder? What's that doing here? You shouldn't have come here. What the hell? Okay. The Warlocks attacked me. They're the ones who locked me up here. But why? I really gotta get out of here. Osborne's gonna have some explaining to do. Okay. Jetzt sind wir wieder in dieser Realität.
Ah, da oben ist jemand. Okay. Da ist noch jemand. Weiß nicht, ob das so toll ist, wenn ich jetzt hier gesehen werde oder sowas. Ach, das sind andere Gefangene, guck mal. Wir sind ja da rausgejumpt. Ah, okay. Wir konnten da rausjumpen und die anderen schaffen es nicht. Weil die sind einfach nicht so cool wie wir. Rattenfresser. Jeder Toreador mag diesen Titel. Falls ihr irgendwann mal Vampire spielt, dem ersten Toreador, dem ihr begegnet, sagt ihm, hey, Rattenfresser. Wird super gut funktionieren, sage ich euch jetzt schon. So. Ist hier ein Jump-Punkt? Tatsache, hier gibt es einen Jump-Punkt. Mit dem komme ich das erste Mal darüber. Weil es kostet Blut. Okay. Da scheint auch niemand zu sein. Bin von da hier runter. Und ich denke mal, hier gibt es auch sonst nichts. Also, wupp. Dietrich, okay. Münze identifizieren kann ich nicht, weil ich nicht genug Weisheit habe. A coin. What's that doing here? Ich dachte, ich hätte genug Weisheit. Warte mal. Ich habe keinen Schlussfolger und keine Weisheit? What? Meinte doch, ich hätte das. Hatte da auf jeden Fall einen Punkt drin. Plus 1, Schwierigkeit in Psychologie, Präsenz, what the fuck. Das macht doch noch real echt eklige. Hier ist also irgendeine Münze, mit der ich nichts anfangen kann. Na super. Ich könnte zurückspringen und versuchen, mit dem Dietrich die Tür aufzumachen. Ist das ein Plan? Ich denke schon, ne? Ah, hier ist auch noch ein Jump-Punkt. Come on, Mem. You can do it, girl. Wo führt der hin? Nach da drüben. Okay. What? Hail Mary, full of grace. Lord is with thee. Lord is. Gib mir dein Blut. Es scheint also ein Sterblicher zu sein. Und dieses Zeichen da an der Tür macht es, glaube ich, nicht einfach. Okay.
Weisheit fehlt mir. Da ist auf einmal auch dieses Ding drauf. Okay, Weisheit, aber ich denke nicht, dass das Inventar erhöht Sicherheitswert. Willenskraft kann ich wiederherstellen, also. Der Dietrich bringt mir nichts auf Weisheit und ich krieg das Ding nur mit Weisheit auf. Kann man hier drüber vorbei? Okay, also da war ich. Hier gibt es keinen Jump-Punkt. Und hier komme ich nach da. Komme ich dann auch nach da? Tatsache, okay. Spannend. Was machen die hier? Bauen irgendwas ab oder so? Geschwindigkeit flink. Flink ist im Zustand Geschwindigkeit sowie Situation verfügbar, die sich verlangsamen lassen. Drücke die Taste flink zu, um flink zu aktivieren. Das Verlangsamen der Situation erzeugt keinen Hunger. Ihr Tempo normalisiert sich, wenn du dich von ihnen entfernst oder Geschwindigkeit deaktivierst. Okay. Kann man das mit Control? Unsere Verbindung zu Boston reicht viele Jahre zurück, als Quentin King noch die Stadt terrorisierte und die britischen Streitkräfte frei herumliefen. Unsere Ahnen waren noch nicht dem Lockruf erlegen und unser Gildenhaus erblühte unter der Schirmherrschaft des damaligen Regenten John Rice. Er war ein entscheidender Gegner der britischen Besatzung und stand zusammen mit Upton Rowlands, dem Prinzen von New Haven, an der Spitze der geheimnisvollen Gemini League. Diese Untergrundorganisation, die sich dem Ausspionieren britischer Missionen widmete, schaffte es nicht, die Pläne des Feindes ernsthaft zu gefährden. Sehr zu Rice Frustration. Der wachsende Einfluss der britischen Führer zwang Rowlands und seine Mitstreiter, nach neuen Unterstützungsmöglichkeiten zu suchen. Ihre Bemühungen führten dazu, dass sie sich mit einer in Boston ansässigen Widerstandsgruppe, den Kindred of Liberty, zusammenschlossen.
Die Kindred of Liberty hatte zwar mehr Mitglieder als die Gemini Liga, war aber genauso gefährdet durch die Taten von Quentin King und seinen Anhängern. Um den Austausch zwischen Hartford, New Haven und Boston zu fördern, erklärte sich die Kindred of Liberty Mitglied Hazel Iverson bereit, einen Teil ihres Territoriums an unsere Familie abzutreten. Infolgedessen erbten Rice und Rowlands die Jefferson Library. Rice brauchte viele Jahre, um die Bibliothek zu restaurieren, da er sie zu einem sicheren Ort machen wollte, der von Nosferatu-Spionen nicht entdeckt werden konnte. Es wurde umfangreiche Arbeiten durchgeführt und die Zusammenarbeit mit einigen der mächtigsten Magier unseres Gildenhauses schuf John Rice die Dimension. Was ursprünglich als ein einfacher Schutzraum gedacht war, wurde schnell komplexer, wie auch die Paranoia unseres Regenten, der immer tiefer untertauchen wollte. Die Dimension wuchs im Gleichschritt mit den Ritualen und der Energie unserer Magier, bis uns die Magie entglitt. Wie und wieso? Wir wissen es nicht genau. Taumaturgie ist eine Kunst voller Geheimnisse und die Mittel, die wir an unserem Zufluchtsort einsetzten, waren noch geheimnisvoller. Die ersten Anomalien traten am Ende des dritten Jahres auf und betrafen Lehrlinge aus den unteren Kreisen, die ziellos durch die Dimensionen wanderten. Diese Blutsverwandten litten unter starken Gedächtnisverlusten. Ihre Erinnerungen konnten nur in der Nähe von Orten wiederhergestellt werden, die bald als Quellen bezeichnet wurden. 6 davon sind uns bekannt, aber es könnte noch viele andere geben. Im Laufe der Zeit kam man zu dem Schluss, dass sich diese Quellen wie Magnete von der psychischen Energie ihrer Opfer ernährten. Das Wort mag schlecht gewählt sein, aber die Funktion als Metapher, funktioniert als Metapher. Sie entzieht ihnen ihre Erinnerungen, oft tragisch und emotional belastete Erinnerungen und Fragmente. Diese Erinnerungen werden in Form von Visionen manifestiert, die je nach Wirt und Erinnerung variieren. Der Gedächtnisverlust tritt systematisch auf, sobald man die Dimension betritt. Diese unglaubliche Entdeckung setzte dem Expansionsprojekt von John Rice ein Ende, da er erkannte, dass er an die gefährlichen Grenzen seiner Kunst stieß. Die Arbeiten fanden ein Ende, die Dimension wurde stabil und unsere Magier suchten nach Ritualen, um Nebenwirkungen der Quellen entgegenzuwirken. Scheiß Tremere. Quite the program. Hartford Gildenhaus. My, oh my. That's quite a crowd. Männlich, geschwächter Zustand. Lehrling Fleming gefangen, im perfekten Zustand für mehrere Rituale. Okay, letzte Nacht Lehrling Moses gefangen, geschwächter Zustand, Verwendung ist verboten, aber Konsum ist erlaubt. What the fuck? Die machen hier wirklich irgendeinen richtigen Kack. Und der Prinz scheint damit drin zu hängen, der neue. Carter, ich kann heute Abend nicht nach dem Gefangenen sehen. Du musst das für mich erledigen. Erzähl Danep bloß nichts davon. Das ist ganz einfach. Geh ins 4. Stockwerk und schau nach, ob der Typ noch immer ausgenockt und das Siegel noch unversehrt ist. Und fass auf keinen Fall etwas an. Wenn du die Kombination vergessen hast, dann schau auf die Podeste auf den einzelnen Stockwerken an. Nicht vergessen, den Aufzug zuerst mit Vita versorgen. Okay, die Podeste. So, ich muss nochmal ganz kurz Pause machen, denn ich höre da schon wieder ein Koala-Baby draußen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Schön, dass ihr noch da geblieben seid.
Boah, ich hatte ja auch gute Musik zwischendrin für euch, ne? So. Okay, also. Da ist ein Aufzug, der braucht Vitel. Und da sind Aufzug, Vitel, also Blut. Und auf den Podesten gibt's Kombinationen zu sehen. War das vierter Stock, ne? Vierter Stock muss ich mir noch notieren hier. Vierter Stock. So. Mal hier noch. Vorne gibt's irgendwas. I should maybe read about this before I use it. Tremere-Elixier. Zutaten. Vitae aus dem Clan der Rose. Okay. Tremere-Vitae. Antikoagulationsmittel. Springbock-Hörner-Fragmente. Zubereitung mit einer Sanduhr überwachen. Beobachtung erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit des Probanden nach Konsum um das Zehnfache. Naja, wenn man es braucht. It's strangely normal. Almost cozy. Ja, wahrscheinlich nicht raus, wenn ich hier nicht die Geschwindigkeit einsetze wegen dem Fallgitter. Ne? Ah, da ist noch irgendwas an der Wand. Dies ist ein Arbeitsbereich. Dieser Bereich ist nur für Lehrlinge. Kreise erstens 1 bis 7. Bitte ausgeliehene Bücher quittieren. Okay. Was noch, was wir hier noch entdecken können. Oh, aktivieren. Ein Rätsel. Let's see what that did. Jetzt ist das zu. Band. Jetzt ist das offen. Dann gehen wir nochmal da lang und gucken mal, was es da so gibt. Hm? Da bin ich gewesen, dass das mit der Münze. Okay.
ist noch ein Typi. Frage ist, komme ich jetzt wieder zurück auch? Weil. Okay, springen. Okay, ich komme auch wieder zurück, alles klar. I don't like this place. Aha. Zum Henker haben die hier gemacht. Mal gekriegt. Magnetschlüssel, okay. Technologiewert höher machen, okay, alles klar. Alles klar. Kann man irgendwas machen? Auspacks. What's that doing here? Auspacks Vorahnung. Warum kann ich das nicht benutzen? Ich hab doch. Hab ich eigentlich Auspacks 2? Nee, hab ich nicht. Ich hatte Präsenz und Geschwindigkeit geskillt. Okay. Dann brauche ich mir da auch keine Gedanken mehr drum machen. Aber irgendwas ist da hier drin, irgendwas pockt da doch die ganze Zeit gegen. Jetzt wird es langsam schon wieder haarig mit Blut. Oh my God, it's monstrous. Okay, auf Auspacks 2. Kabel nicht. Okay, anscheinend kann ich hier nichts machen. Das ist irgendwie ein bisschen frustrierend. Weil ich kein Auspacks 2 habe. Hm. Man quasi Blut verschenkt. Metalhead. Nacht zusammen, viel Spaß noch. Ja. Schlaf gut.
Na gut, wir haben eine Keycard gekriegt. Dafür war es vielleicht gut. Aber jetzt die letzten Blutteile da. Gucken, ob wir noch irgendwo ein paar Ratten finden oder sowas. Da ist doch einer. Njam, 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 njam. Da ist noch einer. Machen wir mal die andere Seite auf und gucken, was es da noch so gibt. Okay, jetzt ist das wieder zu. Kann ich das öffnen? It's stuck. Ah, wollte ich gerade sagen. Jetzt war dieses Siegel vor. Okay, hier sind überall Siegel vor. Man kann so quasi nicht weiter. That's impressive. This tower is incredible. It's like it's from another time. I've never seen anything like it. Okay, das scheint der Aufzug zu sein, den wir mit Vita füllen müssen, damit der funktioniert. Erinnert mich so ein bisschen an Blade, wenn ihr das noch kennt. Untersuchen. Three circles, just like the platform. I should be able to do something with that. Ja, wir müssen. Kreise wechseln, Kreise drehen. Something moved. Hm.
Internes Memo zur Erinnerung. Der Nosferatu-Gefangene wurde in die Turmzelle verlegt. Nur Taumaturgen, die von Deneb erwählt wurden, dürfen mit der Person in Kontakt treten, da dieser extrem gefährlich ist. Natürlich sind Nosferatu gefährlich. Ah, okay. Es muss also von da auch noch... Oh, das ist ganz schlimm zu... Wo muss das denn hin? Da kann ich da jetzt schon was machen, weil... Zweites Stockwerk, okay, alles klar. Gut. Ah, und hier gibt es wieder ein Rätsel. Okay, alles gut. Von hier irgendwo weiter. Ich glaube nicht. Also falls ihr das mal ein Playthrough habt, gebt ihr Weisheit der guten MM. Könnte das ganzen Siegel irgendwie anders machen. Weisheit und Auspex. Naja. Bin ich zu jung für. Ich hab Blade noch nie nachgeholt. Was? Das musst du aber mal machen, Kako. Kann man zu jung für Blade sein? Ja, genau. Soll er demnächst auch irgendwie eine Serie? Also es gibt ja eine Blade-Serie, die ist allerdings nicht sonderlich gut, meiner Meinung nach. Okay, wie kriegen wir das von hier nach da ganz hinten? Ich glaube, wir brauchen erstmal eine ganz lange Dinge. So würde ich zumindest mal sagen. Boah, ist das ätzend zu drehen. Ey, das ist nicht so schön. Das ist nervig. Blade Runner würde ich verstehen, aber Kako sieht jetzt nicht aus wie 20. Kako sieht älter aus, als er ist. Täuscht dich da mal nicht. Also jetzt ist er jetzt nicht super jung, aber... der gute Kako ist gar nicht mal so alt. Geht's nach da? Könnte passen. Nee. Jetzt noch das hier. Blade Runner hast du gesehen, das Sequel auch. Wisst ihr, ich kann den Original Blade Runner schon nicht gucken, weil der ist mir irgendwie zu... wie soll ich das ausdrücken? Zu langweilig. Also ich... Ich weiß, was da irgendwie abgeht, so von der Story her, aber irgendwie hat mich das nicht so gecasht. Und hatte da nie so den Bezug zu. Das geht nicht. Ich habe das zweimal versucht zu gucken, beides mal eingeschlafen. Das spricht nicht für den Film. Okay, das geht also auch nicht. Ah. Oh Mann, dieses Drehen ist echt schlimm. Für mich einer der besten Filme der letzten 10 Jahre. Ja, das sagen viele. Kann ja auch sein. Also muss ja nicht jeder alles muss ja nicht alles jeder alles gefallen und so. So, kriege ich das hin, wenn
Also es gibt nur drei Sachen, die durchgehen. Ich probiere nochmal den Ding geradeaus. Geht wahrscheinlich auch nicht. Könnte ich wieder irgendwas nach außen leiten? Das macht aber auch nicht wirklich Sinn. Einen ganz weiten nach außen. Dann muss das aber auch so passen, ne? Nee. Der Film kann da nichts für, dass du einschläfst. Sehr wahrscheinlich. Wahrscheinlich, es liegt immer an mir. Auf jeden Fall war der Rück so andächtig nicht so knallig. Das war schon gut, weil ich es nur noch für neuartiges Kino gewöhnt. Transformers und so. Nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht. Nee, nee, nee. Aber mich hat die Story halt einfach nicht gecasht. Also. War nicht so meins. Das wird aber auch nicht funktionieren hier. Oh, ey. Das ist ja echt mal was hier. Das ist auch in Ordnung, ja, genau. Weil ich generell recht wenig auch anfangen kann mit Cyberpunk und Sci-Fi und so. Ich mag ganz wenig Sci-Fi-Filme nur. Und vielleicht mag das auch daran liegen. Okay, also wir haben jetzt irgendwie da ziemlich viel rumprobiert jetzt hier. Irgendwie funktioniert das nicht. Müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie eins von den anderen unteren mal nutzen können hier. Vielleicht den hier. Probieren wir den mal aus. Na. So. Und dann schieben wir den nächsten langen Fritzen nach hier. Den da zum Beispiel. Und dann können wir noch einen langen hier nehmen. Meint ihr, das passt? Das sieht gut aus. Nein, ganz knapp nicht. Ganz knapp Bukowski nicht. Nehmen wir mal den längeren. Und wir könnten auch den nehmen. Ne, lass uns auf jeden Fall. Das geht auf keinen Fall. Steht eine Scheibe fest? Nee. Ich kann die alle drei separat drehen. So, das wäre möglich. Jetzt noch mal probieren. Boah, wenn dieses Drehen nicht so scheiße lästig wäre, ey. Ich müsste mich mal sehen hier, wie ich hier am Rödeln mit der Maus, ey. Okay, das funktioniert auch nicht. Okay. Ätzend. Ja, wieder nach außen macht ja auch keinen Sinn. Und auf diese Richtung macht eigentlich auch keinen Sinn. Also muss es mal. Wir haben noch ein Ding. Das geht nach rechts rum. Okay. Klappt. Nee, das klappt auch nicht.
Also du drehst doch immer was anderes mit. So Rätsel machen immer mein Gehirn kaputt. Ja, du kannst alle separat drehen, darauf kommt es an. Also du musst überhaupt nicht daran mitdenken, dass bei diesem Stage hier das andere mitgedreht wird. Vielleicht ist das aber auch nur zur Hilfe. Oder darum es schwieriger zu machen. Warte mal, ich drehe den mal nach hier. So, und dann den hier. That worked. Offstream mit dem Chillix sieht ja keiner, wenn man mal 3 Stunden braucht. Ja, das ist meine. Aber ich hab's ja geschafft, ich hab's ja geschafft, Leute. Und wir haben noch ein bisschen Blade Runner und Blade. Progress! Jawohl! Progress! Und das nächste Oh, Rätsel. come on, there's more. MM ist auch schon genervt. Ich kann MM so gut verstehen. Ich kann MM gut verstehen. So. Wie ist es denn nun? Ich muss aber auch ehrlich gestehen, ich habe die Lösung da gerade gar nicht richtig gesehen. Das kam gerade ein bisschen zufällig. Haben wir hier einen geraden? Da haben wir einen geraden. Warte. Das könnte funktionieren. Oh, wenn das nicht so. Und schieb den Wal. Schieb den Wal. Schieb den Wal zurück ins Meer. Nein! Ah. Ach, jetzt können wir alle 3 auch noch. Nein! Eine Maus bleibt immer an dem Stream Deck hängen. Probieren geht über Studieren. Ja. So, den da. Ist ja an die andere Richtung. Wenn ich den geht er nach da. Boah, das ist so. Also, wenn ihr das mal zu Hause spielen solltet, das ist echt fies. Über den kommen wir. Direkt das Gamepad anschließen. Ja, das wäre was. So, schaut mal, jetzt sind wir da oben. Aber wir sind da nicht verbunden. Das ist das Problem. Ach je, das ist nicht schön. Ist denn irgendwie anders noch? So, vielleicht. Also ich wette, das ist die
innere Position ist gerade richtig. So. Gehen wir nach außen. Probier das jetzt mal mit dem Gamepad. Gute Sachen. Wie läuft's? Bist du Silver Fox? Hallo. Schön, dass du da bist. Viel angenehmer mit dem Gamepad. Viel angenehmer. Wie ich das Game bisher finde. Ich finde das großartig. Auch wenn ich schlecht darin bin. Aber das heißt ja nichts. Ich finde es trotzdem großartig. Das passt nicht. Das passt nicht. Also mit dem Gamepad ist das wesentlich einfacher hier. Das könnte halt auch eine ganz gute Ausgangsposition sein. Haben wir einen, das da... Nee, haben wir nicht. Nach außen. So. Ganz nach innen und ziehen das wieder zurück. So. Nee, das passt so auch nicht. So. Also, die nachfolgenden Streams verzögern sich um 1 Million Jahre. Ich glaube, die haben das mit dem, dass sich das Ganze mitdreht, das haben sie gemacht, damit man das nicht einfach von innen nach außen machen kann. Das wäre, glaube ich, ein bisschen einfacher. So. Nee, das muss ja auf jeden Fall hier oben irgendwie dran. Gott. Wie viele Spielstunden will das Game haben? Und das Rätsel war eingerechnet, oder? Ich weiß es nicht, wie viele Spielstunden das Game haben soll. Das weiß ich nicht, habe ich nicht geguckt. Keine Ahnung. Und es gibt bestimmt Leute, die diese Rätsel wesentlich besser hinkriegen als ich. Also, da würde ich jetzt nichts drauf geben. Das passt auch auf jeden Fall auch nicht. So.
so passt. Keinen Druck machen, kein Druck, nee, nee. Bei Rätseln kann man sich total klug oder total doof vorkommen. Ich komme mir immer total doof vor bei sowas. Ich mag sowas auch eigentlich gar nicht. Ich war im letzten Szenario auch schon so, als wir mit der Malkavianerin unterwegs waren, wo sie so Rätsel von ihrem Kind bekommen hat. Und also so Rätselfragen. Und ich mir so dachte so, no, keine Rätselfragen. Guck mal, das sieht doch vielversprechend aus hier. Da sind wir schon mal ganz schön weit hier. Aber dann kommen wir trotzdem nicht nach da oben. Oder? Nein. Dang it. Ich habe das Game heute auch kurz angetestet, aber so weit war ich noch nicht. Hier kann ich mir schon mal die Lösung abschauen, damit ich im Stream später umso schlauer vorkommen kann. Ja, wenn ich denn heute Nacht noch auf die Lösung komme. Ich fürchte, das wird noch sehr, sehr, sehr lustig, sehr, sehr lange dauern können. Kacke, ey, das nervt mich jetzt hier ein bisschen. Also falls irgendeiner von euch eine Lösung findet, also sieht, könnt ihr euch gerne beteiligen an der Lösung dieses Schieberätsels hier. Bin da nicht so. Hauptsache ist vorbei. Okay, kriegen wir das hin? Das kriegen wir so hin? Ich glaube, da waren wir auch schon mal bei dieser Art Lösung. Das geht nach da. Ich bin nur froh, dass ich es nicht machen muss. Ja. 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 Da, 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 da. Das sieht vielleicht vielversprechend aus. Ja, 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 ja. I hope that's the last one. Ja. Mach einen Screenshot von deinem Stream später. So. Cool wäre, wenn nach einer Stunde ein NPC den Raum betritt und meint, hey, was machst du hier in dem alten Rätselraum? Hier wollen wir ein Rätsel entwickeln, haben wir es noch nie vollendet. Ja. Das könnte passieren. So, viertes Stockwerk, da wo der Malkav ist, der Nosferatu ist. Ich bin schon so durch. Ich sehe schon überall Malkavianer.
Danke für Ihre Teilnahme an diesem Beta-Projekt. Ja, 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 ja. Is that the exit? I did it. So. Noch ein Rätsel, ja. What the shit? Clyde, get Deneb. She got out. What? How on earth could no she? No time for that. Go get him. Out. I'm out? Oh, who cares about Deneb? Do you think Iverson gave a shit when she offed all our guys? Huh? Wait, Iverson, are you talking about the party? It wasn't us. And now she's awake. Great. What do you mean it wasn't you? Don't fall for her act. She came here to destroy us. Don't forget it. What are they talking about? I'm not here to... We thought you were behind the attack. We... Just can it. You can stop the little dance routine already. It's not gonna work on us. So spit it out. Why did your bitch of a prince betray us? Ja, geil. Können nur nicht verteidigen. She didn't. This is so backwards. You're gonna pay for her treachery. You get that? None of you are going to get away with this. That's enough. But Deneb. I said enough. Miss Lewis. Ich mag seinen Style. Der Schal ist geil. Osborne. At last. Well, you certainly are resourceful. Few people are able to escape from memory traps without assistance. Though I doubt you were able to escape with your memory unscathed. What are you trying to tell me? I do hope for your sake that you have recovered all of your memories. Otherwise, they're gone. The process is more or less irreversible. You've got to be joking. I'm afraid not. Let's put the matter behind us. Now that you're here and conscious, we'll be able to talk. Why did you lock me up? You represented a threat. A threat? I just wanted to talk to you. And why, pray tell? To explain the reasons for your prince's betrayal? The prince is on edge. She thought you might have been behind the attack. But seeing your reaction, I'm guessing you're not. You're putting me in a somewhat awkward position. I would like to take you at your word. But that would mean putting what's left of my men in danger. If you're telling the truth, you're going to have to prove it. Hazel hat Monate mit der Vorbereitung für diese Party überzeugen. Wenn ich sie vernichtet hätte wollen, wäre ich nicht allein gekommen. Komm, was soll der Geiz? Honestly, if I wanted to finish the job, do you seriously think I would have come all by myself? Point well taken. Go. Hier geht's schließlich um Leben und Tod. You have to believe me. We're not responsible for the attack at the party. The prince will be relieved to know that you're all safe and sound. If only that much were true. Many of our brethren were in attendance at that accursed reception. Kann ich jetzt eigentlich ins Inventar? Kann ich.
Nur für den Fall der Fälle. So, jemand wurde dorthin geschickt. Viele Geschwister waren im verfluchten Empfang anwesend. Hazel machte sich Sorgen über das Gildenhaus. Ja, das glauben sie mir ja nicht, dass die sich Sorgen macht. The prince has sent someone there to find out what happened. It was a dangerous decision, but it was the only way to get to the bottom of this. And in the same breath, she sent me here to see if you were safe. Very well, my dear. I would like to believe that you're not here to finish the job, as they say. However, the idea that your prince sent you to help us. Iverson may be many things, but she is most certainly not sentimental. You're right. That isn't the only reason I was sent. Just why are you here, then? For our alliance. I know these times are tough, but the prince wants to make sure our agreement still stands. What agreement? What do you mean, what agreement? The union you were supposed to celebrate at the party. Be more specific. What were the particulars? With all due respect, Mr. Osborne, I'm a little too old for pop quizzes. We both know the broad terms of the Alliance. I wouldn't be here if that wasn't the case. Can we just get down to business? What attitude? Fine. You're right. We've wasted enough time already. Let the negotiations begin. What negotiations? Look around you. This room used to be teeming with devoted kindred. We lost 3/4 of our people. Hartford has taken serious risks. In all regards, risks that are not on par with your prince's commitments. We demand compensation. I see. You seem to know the terms of the Alliance like the back of your hand. You're more than qualified to participate in these negotiations. With all due respect, I don't think... Enough small talk. What is your prince willing to give us to salvage this alliance and right the wrongs she's caused us? Ich glaube nicht, dass sie an Geld interessiert sind. Ein Viertel in Boston. Ha. Die Tremere haben noch schon einen erstgeborenen Platz. Also das... Zumindest, wenn ich das richtig verstanden habe. Der will Compensation. Ein Primogen Posten würde ihm, glaube ich, nicht viel bringen. Ich gebe ihm mal ein Viertel. What if the prince gave you a slice of her city? That would depend on the neighborhood. Hey, ma'am, girl, where are you going with this? Whichever one you want. Downtown? Within reason. All right. How about Charlestown? Why not? Very well. We have a deal. I'll contact our headquarters in Hartford to iron out the details. Fantastic. Hazel's gonna kill me. Well then, it looks like we have ourselves an agreement. Hartford will remain under Boston's umbrella. For now, Iverson will still have to answer for the party. What happened was unacceptable. I will not turn a blind eye. I understand. That being said, I applaud your demeanor. The situation wasn't exactly to your advantage.
Thank you, sir. Very well. I'll contact your prince in the next few days. Boah, ich habe hier, glaube ich, so viel verloren, also vergessen zu machen in diesem Abschnitt hier. Fühlt sich gerade so ein bisschen an, als ob der Abschnitt vorbei ist. I would like to ask you a few questions. If you have a minute, of course. Of course. I bumped into a few people during my detention. Humans. Yes. Who are they? What are they doing here? They're the forgotten, the invisible. People who live on the streets. Junkies, squatters. They wander in here by choice or ill fortune. Well, we do need blood. Like everyone else. Praktisch, ne? Seems like your business has been turning for quite some time. Am I right? Indeed, you're not mistaken. Warlocks have always had a special talent for getting the most out of blood. Call it our trademark. There's always been trafficking. But what your prince is proposing goes much further. Combining Dr. Dunham's expertise with the skills of the Tremere clan. The result would be... enormous. Precisely. You have any rivals in the blood business? Yes, there are a few. Malkavian spawn in particular. They had the market cornered for a good amount of time. Especially in Gwynden King's Day. Natürlich, Malkavianer. I don't approve of their methods. I must admit that they excel in their art. There are few capable of producing blood so pure. You mentioned my memory fragments earlier. Yes. Am I the only victim to suffer the effects of your magic? No, far from it. Anyone who enters the prison is affected. Including you? Of course, but we have rituals to counteract its effects. I don't get it. Why do you target memories? You could have just built a bunch of high security cells. Believe me, all cells can be breached. Even the strongest ones. But if you rob prisoners of their memories, they lose their very desire to escape. In theory. In theory. You led me to believe that the loss of them was permanent? Not necessarily. Memory impairment is a side effect of the dimension. How permanent the condition is varies from one person to the next. That's the kind of thing I wish I'd known going into this. I can only imagine. But as I told you, you may not have anything to worry about. With any luck, it should all come back to you in time. At least, if it comforts you, I truly hope so. No, I'm good. Very well. You'd best be running along back to your prince. I'm sure she's eager to hear. Also, wir kriegen das ja gleich präsentiert, was wir alles verpasst haben. Ich denke, das ist eine Menge. Mr. Moses, would you please escort MM out? It would be a shame if she were to get lost again. As for the rest of you, it seems we need to start packing our things. Next stop, Charlestown. Du hast nicht alle deine Erinnerungen zurückgelangt, ja.
Aber es sieht gar nicht so viel. Du hättest den Gefangenen im Turm befreien können. Ja, what the fuck? Wie? Haben wir nicht mal gesehen. Aber gut. Ah, wir sind wieder bei Galeb und jetzt können wir hier ein bisschen Punkte verteilen. Wir haben am ersten Mal keine Disziplin gesteigert, vielleicht sollten wir das jetzt machen. Komm, wenn Ventru ohne Beherrschung spielt, der ist verloren, oder? Aber wir können auch in Seelenstärke noch weiter investieren hier hinten. Und auch in diese Sachen. 100 kostet das weiter. Das kostet 30. Verteidigt gegen die Fähigkeiten des Gegners. Erhöht die Siegeschancen um 50%, wenn es zu einer Unentschieden kommt. Was meint ihr? Siegeschancen erhöhen, wenn es so unentschieden kommt, ist schon ziemlich geil, ne? Kommt danach. Weniger Blut. Schützt vor gegnerischen Disziplin. Beherrschung generiert weniger. Nächste Verwendung einer Fähigkeit gelingt automatisch. Ich glaube, ich lasse es so. Schlussfolgern ist immer ziemlich gut gewesen bisher.
So the prince wasn't too disappointed? She didn't express her gratitude, at any rate. With you, she must not be used to failure. The others were pretty surprised, in fact. Were they? Some of them think you're not as motivated as you used to be. They think you're tired. They're wrong, aren't they? Doubting me should not become a habit, Fang. I shouldn't have to reassure you. Unfortunately, I'm not the one who needs to be reassured. You didn't tell me what was in those files you gave the prince. I don't see how that's any of your business. To make up your own mind about something, the best way is to go to the source. And apparently, Jason Moore is well informed. I see. You'll have to be patient, Fang. Do you think that this setback will be an issue for our plans to... A favor from the prince wouldn't have hurt. But it's not the be-all, end-all in determining your fate. How do you feel about it? Honestly? I just want to get it over with. Like when you're going into finals? Even if there's no going back? It's a little late for that, isn't it? It is. Your child, Beryl Underwood, did he have any second thoughts? I don't want to discuss it. He's your only child, so I wondered how it went. Well, could you enlighten me? Fang, are you sure that's all this is about? Yes, obviously. Fang, we can't trust Beryl. I want you to stay away from him, for your own good. Do you understand? Yes. Loud and clear. I'll be careful. Don't dwell on it anymore. He's not worth wasting your energy. Now, if you'll excuse me, Fang, I'm going to have a word with him. Oh? To Beryl? Why? I trust you, but I don't trust him. I asked you not to go near him. Apparently, I didn't make myself clear enough. I thought the prince was gonna call for you any minute now. I'm sure I'll have enough time to clear the air with him first. Once and for all. While you're waiting, stay put. As you wish. Just one more, and then you can go rest. All right. Thanks, Ms. Ortiz. Bini, danke. Ja, das übliche Problem, dass ich das Mikrofon nicht an- und ausmache rechtzeitig. Ich habe mich eigentlich nur bedankt, dass ihr alle dabei wart und euch beteiligt habt und mit mir dieses Schieberätsel durchgestanden habt und so. Ich versuche jetzt wohl jeden Tag diese Woche den Stream zumindest mal für eine Stunde oder so anzumachen und mit euch ein bisschen weiter zu spielen, immer so eine Mission oder so. Ja, und mal gucken, ob das klappt. Man hat das ja heute gesehen, dass es ein bisschen schwierig ist, aber ich werde es mal einfach mal versuchen. Ist auch mal so ein bisschen so eine Challenge, für mich zumindest. Würde mich freuen, wenn ihr dann den einen oder anderen Tag auch nochmal reingeguckt. Immerhin hört der Bini was. Mal gut. Ja, also die Hörgeräte sind nicht angesagt inzwischen. Ja, okay, also macht's gut, schlaft gut, erholt euch gut vom Tag und wir sehen uns hoffentlich morgen und falls ihr den
Stream jetzt verpasst habt, den letzten auch oder so, auf YouTube kommen die ganzen Folgen so nach und nach auch zum Nachgucken. Und da könnt ihr euch ergötzen von, wie schlecht ich Schieberätsel mache oder so. Und irgendeiner von euch wollte ja eben noch Screenshots machen von dem ganzen Zeugs. Ja, wenn euch irgendwas besonders lustig, besonders gefallen hat, könnt ihr ruhig mal einen Clip machen oder so, das würde mich auch freuen. Ansonsten, bis morgen hoffentlich, macht's gut. Tschüss. Schade, vorbei. Aber ihr könnt ja auch mal da gucken oder da gucken. Macht das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.